Grüß Gott und hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Mitbeterinnen und Mitbeter. Herzlich willkommen zu unserem Rosenkranz am Mittwochabend. Und wir beginnen mit dem Lied, Das dein unbeflecktes Herz. Ja, heute dürfen wir euch begrüßen am Fest Portiuncula, am Fest Maria, unsere liebe Frau von den Engeln. Ja, wir waren ja kürzlich in Assisi und durften den heiligen Franz von Assisi besuchen, durften an seinem Grab beten und waren ja von dem Ort Assisi sehr beeindruckt. Natürlich auch, weil unser geliebter seliger Carlo Acutis dort ja seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Ja, Franz von Assisi war ein wohlhabender junger Mann, doch hat er irgendwo erkannt, dass mit dem ganzen Reichtum doch seine Seele keine Ruhe findet. Er hat alles abgelegt, hat seinem Vater alles zurückgegeben und ging in die Einsamkeit, um in vollständiger Armut zu leben. Als er dann in einer kleinen verfallenen Kirche betete, eben in den Kirchlein Portiuncula, genannt Maria von den heiligen Engeln, hörte er die Stimme des Herrn, bau meine Kirche wieder auf. Er dachte sich dann, dieses Kirchlein muss renoviert werden und hat angefangen, es wieder herzustellen, doch der Herr hatte viel Größeres mit ihm vor. Im Jahr 1236 hörte er die Stimme, er solle zum Papst gehen, wegen der Anerkennung seines Ordens. Und Papst Honorius III. Hatte natürlich alles andere im Sinn, als so einen Orden armseliger junger Männer anzuerkennen. Doch dann hatte auch er eine Vision und hat den Orden anerkannt. Das war die Gründung, der Beginn der Franziskaner. Ja, und dieses Kirchlein Portiuncula gibt es ja heute noch in der Nähe von Assisi. Und der Papst hat dann auch für den Festtag dieses Kirchleins eben, den heutigen 2. August, einen vollkommenen Ablass gewährt. Den können auch wir heute gewinnen, wenn wir zur Heiligen Beichte gehen, die Heilige Kommunion empfangen und nach der Meinung des Heiligen Vaters beten und natürlich auch in der Meinung, unsere Sünden, die wir begangen haben, nicht mehr zu begehen. Das heißt wirklich, an unserer Besserung zu arbeiten. Wer heute nicht die Möglichkeit hatte, kann auch am kommenden Sonntag noch diesen vollkommenen Ablass gewinnen. Ja, wir wollen beten für den Frieden im Herzen, für den Frieden in unseren Familien und in der ganzen Welt. Wir wollen besonders die Kranken wieder einschließen. Wir haben ja jetzt unseren Live-Chat immer eingeschaltet. Viele machen auch schon regen Gebrauch davon,
Auch dort könnt ihr Gebetsanliegen hineinschreiben und auch jene, die uns anrufen oder uns E-Mail schreiben, nehmen wir natürlich hinein in unser Gebet. Da ist ein Mann, er wurde an einem Tumor an der Wirbelsäule operiert und hat jetzt auch noch Metastasen. Ein 15-jähriges Mädchen ist nach der Scheidung der Eltern magersüchtig geworden. Es geht ihr immer schlechter. Es wird gebeten um Gebet für zwei Kranke und auch für eine junge Mitbeterin wollen wir beten, die an Scharlach erkrankt ist. Heiliger Josef, tauche sie in das kostbare Blut Jesu Christi und stelle sie unter den Schutzmantel Mariens. Wir beten auch für die Ziehtochter einer Mitbeterin, die sich eine Lebenspartnerin gesucht hat. All diese Anliegen vertrauen wir besonders Maria, unserer lieben Frau, von den Engeln an und wollen sie jetzt begrüßen. Ja, ich habe auch noch ein Anliegen, das eine Mitbeterin uns zukommen hat lassen. Sie betet ja seit am Beginn unseres Rosenkranzes auch schon mit und sie hat MS und sie hat jetzt vor kurzem erst nochmal einen heftigen Schub bekommen. Ja, wollen wir für sie beten, denn sie hat auch angefangen, in ihrer Pfarrgemeinde Rosenkranz zu beten. Und auch für diese Rosenkranzgruppe wollen wir mitbeten, dass auch immer mehr werden, dass sich ja, die Richtigen dazugesellen und auch sie unterstützen und ja, gemeinsam im Gebet auch vor Ort ja, Zeugnis geben von unserem Glauben. Und jetzt singen wir das Lied Wunderschön, Prächtige. Geistliche Ruhe.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gottesmutter, wir kommen zu dir, um dich zu loben im heiligen Rosenkranz und mit dir die Geheimnisse deines Lebens zu durchwandern. Du hast uns gerufen durch die Botschaft von Fatima. Lehre uns diese Botschaft recht zu verstehen. Du willst Buße und Sühne und Abkehr von der Sünde. Hilf uns, dass wir nach deinem Beispiel uns restlos hingeben an Gottes heiligen Willen und so beitragen, dass Gott die Strafgerichte abkürze und wieder seine segnende Vaterhand über unser Volk und die ganze Menschheit breite. Mutter, dir empfehlen wir die großen Anliegen der Heiligen Kirche und unseres Vaterlandes. Segne und schütze unsere Jugend und begeistere sie wieder für heilige Ideale. Schenke uns opferbereite Priester und Ordensfrauen. Segne unsere Familien. Tröste und stärke die Leidenden und Bedrängten und hilf dir und deinem Sohne näher zu kommen, dass Christi Reich in uns wachse. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, unsere liebe Frau von den Engeln, bitte für uns. Das erste Geheimnis, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Maria, du demütige Magd des Herrn, du hast dein Ekze an Silla gesprochen, als dir der Engel die große Botschaft brachte. Und dieses Ekze an Silla hast du bis ins Kleinste mit restloser Treue erfüllt durch dein ganzes Leben und bist so zur Königin des Himmels und zur Vermittlerin aller Gnaden geworden. Mutter, sieh, die Menschheit unserer Zeit will nicht mehr dienen, will Gottes Rechte nicht mehr anerkennen, will nicht Ja sagen zu Gottes Forderungen und ist darum friedlos und ruhelos. Wende du deine barmherzigen Augen uns zu und lehre uns alle wieder, uns demütig unter Gottes Willen zu beugen, damit Friede werde auf Erden. Friede mit Gott und Friede unter den Völkern. Lehre mich, nach deinem Beispiel Gottes kleine Magd zu sein, die im Alltag seinen heiligen Willen treu bis ins Kleinste erfüllt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Der Engel Gabriel ward von Gott gesandt zu einer Jungfrau nach Nazareth. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Engel trat bei ihr ein und sprach: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria erschrak und dachte nach, was dieser Gruß bedeute. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Er wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wie wird das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Königin des Friedens, bitte für uns. Heiliger Franz von Assisi, bitte für uns. Das zweite Geheimnis, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Maria, die du Jesus zu Elisabeth getragen und dem ganzen Hause Segen gebracht hast, kehre auch im Hause meiner Seele ein. Dein bloßes Kommen bedeutet Gnade und Segen. Dein Gruß ist für mich Leben und Heiligkeit. Mutter, mach uns zu Christusbringern für andere. Mache, dass Jesu Gnade und Liebe aus unserem Wesen und unseren Worten strahle, damit wir so Freude bringen, wohin wir kommen. Siehe, die Menschen suchen nach Friede und Glück und haben vergessen, dass Friede und Heil nur bei dir und deinem Kind zu finden sind. Erbarme dich der lieblosen Welt
und bring ihr wieder den Heiland. Bring ihr die Liebe, dass sie den Hass überwinde. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. In jenen Tagen ging Maria eilends in das Gebirge. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sie trat in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da frohlockte das Kind im Schoße Elisabeths. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Woher kommt mir die Gnade, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da sprach Maria: Hochpreiset meine Seele den Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herabgesehen hat er in Gnaden auf seine niedrige Magd. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du unsere liebe Frau von den Engeln, bitte für uns, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Maria, einst hast du der Welt den Heiland gebracht und bist so zur Brücke geworden zwischen Himmel und Erde. Nun aber haben die Menschen den Blick zum Vater verloren und sind dadurch haltlos und heimatlos geworden, versunken in Sünde, Elend und Not. Mutter, erbarme dich der furchtbaren Not und Gottferne unserer Zeit. Lehre du die Menschen wieder Kinder werden und gläubig zum Kind von Bethlehem und zum Vater im Himmel schauen. Hilf uns, Christus in uns zu gestalten, damit wir Christi Liebe zu den Menschen tragen und so sie gewinnen können für Christus und sein Reich. Et verbum caro factum est. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Kaiser Augustus ließ das ganze Weltreich aufzeichnen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So ging auch Josef mit Maria nach Bethlehem. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da erfüllten sich die Tage Mariens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Hirten hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da stand ein Engel des Herrn vor ihnen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Fürchtet euch nicht, seht, ich verkünde euch eine große Freude. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heute ist euch der Heiland geboren. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, die guten Willens sind. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, unsere liebe Frau von Fatima, bitte für uns.
beten wir auch besonders für den Weltjugendtag in Lissabon, dass die Jugendlichen von der Liebe Mariens, von ihrer Demut, vor allem von ihrer Reinheit berührt werden und wieder neu entzündet werden für die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Das vierte Geheimnis, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Maria, du heilige Opferpriesterin, du hast dein Kind zum Tempel getragen und hast mit ihm dein Liebstes, dein Ein und Alles, Gott zum Opfer gebracht. Mutter, siehe, die Menschen haben den Sinn des Opfers verlernt. Sie suchen ihr Glück in Besitz und Genuss und können doch keine Ruhe und keinen Frieden finden. Hab Erbarmen, Mutter, lehre uns wieder selbstlos opfern. Mache unsere Hände zu flachen Schalen, die nichts festhalten wollen, sondern bereit sind zu geben und anzunehmen, was Gott der Herr bestimmt. Erwecke du in unserem Volke wieder hochgemute Opferseelen, die selbstlos Gott dienen und sich opfern wollen für die Menschheit im heiligen Priester- und Ordensstand. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Die Eltern brachten das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn darzustellen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da war in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Er harrte auf den Trost Israels. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Auf Antrieb des Heiligen Geistes kam er in den Tempel, als die Eltern das Kind hereinbrachten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Simeon nahm das Kind auf seine Arme. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nun entlässest du, Herr, deinen Diener in Frieden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da sprach er zu Maria, dieser ist bestimmt zum Falle und zur Auferstehung vieler und zum Zeichen des Widerspruchs. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Deine eigene Seele aber wird ein Schwert durchdringen, so sollen die Herzensgedanken vieler offenbar werden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, unsere liebe Frau von Fatima, bitte für uns. Du Mutter der Reinheit, bitte für uns. Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast, Gottes Mutter, 3 Tage hast du um dein göttliches Kind gebangt, hast es gesucht mit der ganzen Inbrunst deiner Mutterliebe. Ach sieh, wie viele Menschen, ja ganze Völker, haben Gott verloren und schmachten nun fern von ihm in Dunkel und Not. Sei du der helle Morgenstern, der ihnen den Weg zu Christus zeigt. Hilf uns allen, dem Heiland ganz treu folgen, auch wenn er sich vor uns verbirgt, wenn seine Forderungen uns unverständlich scheint. Sei du Mutter aller Erdenmütter, die Gott ein Kind opfern sollen im Priester- oder Ordensstand. Lehr sie verstehen, dass es Gnade ist, wenn Gott seine Hand auf eines ihrer Kinder legt, und hilf ihnen, dass sie großmütig das geforderte Opfer bringen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen seine Eltern mit ihm zum Osterfest. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nach den Festtagen blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Eltern gingen eine Tagesreise weit und suchten ihn bei den Verwandten und Bekannten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sie aber verstanden ihn nicht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann zog er mit ihnen hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave.
mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du unsere liebe Frau von den Engeln, bitte für uns. Heiliger Josef, du Patron unserer Kirche, bitte für uns. Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariens, nimm an diesen Rosenkranz. Möge die Rosenkranzkönigin durch ihre Fürbitte ergänzen, was an unserem Gebet unvollkommen war. So werde es für dich, gütiger Vater, eine würdige Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Wir grüßen die Königin des Friedens, Gospa Maica Moja. Gospa Maica Moja, Kraljica Mira, Gospa Maica Moja, Kraljica Mira, Gospa Maica Moja, Gospa Maica Moja Ti, Gospa Maica Moja, Gospa Maica Moja Ti, Maria meine Mutter, Friedenskönigin, Maria meine Mutter, Friedenskönigin, Maria meine Mutter, du bist meine Mutter, du, Maria meine Mutter, du bist meine Mutter, du. Für unseren Papst Franziskus, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ja, wir stehen im Monat August. Am Samstag ist schon wieder der erste Samstag im Monat. Denken wir dran, es ist Herz-Maria-Sühne-Samstag. Das große Anliegen der Gottesmutter für den Frieden, betet täglich den Rosenkranz und haltet den mir geweihten Samstag. Sie wünscht an den ersten Samstagen, dass wir die heilige Kommunion empfangen, zur heiligen Beichte gehen, dass wir den Rosenkranz beten und eine Viertelstunde lang ein Gesetzchen des Rosenkranzes betrachten. Nehmen wir dies ernst. Maria selbst kam vom Himmel und auch das Jesuskind sprach mit Schwester Lucia in Fatima über diesen Herz-Maria-Sühne-Samstag. Und jetzt wollen wir uns der Gottesmutter anvertrauen, all unsere Familien, unsere Sorgenkinder, unsere Kranken mit unserem Weihegebet. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters,
sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschleichen, durch die Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Wir bitten wieder alle Priester, die jetzt mit uns gebetet haben, um den priesterlichen Segen, besonders für unsere Kranken, für die ganze Gebetsgruppe, wenn möglich mit der Statue eines Prager Jesukindes. So segne uns auch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau von den Engeln und des heiligen Franziskus, der allmächtige und barmherzige Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Patronin voller Güte. Uns alle Zeit behüte. Ja, wir sagen Dankeschön wieder fürs Einschalten, fürs Dranbleiben. Wir brauchen Gebet. Die Welt braucht Gebet. Diese Zeit braucht Gebet. So wie es die Gottesmutter im Fatima immer gesagt hat, betet, betet und es wird Frieden sein. Bleiben wir dran. Motivieren wir uns füreinander, miteinander, dass wir ja nicht müde werden zu beten. Ja, das ist sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo auch wieder Urlaubszeit ist. Und ja, da kommt man auch gerne ein bisschen aus dem Rhythmus. Wenn schlechtes Wetter ist, dann geht man gerne ein bisschen hinein und dann hat man vielleicht eher Zeit auch zu beten. Aber deshalb ermutigen wir uns zu beten. Oder zum Beispiel Deutschland betet Rosenkranz. Da kann man ja auch bei schönem Wetter draußen Glaubenszeugnis geben. Und es ist schön, wenn gebetet wird. Und wir wollen auch ein bisschen Werbung machen, jetzt in eigener Sache, aber trotzdem auch Werbung für einen ganz besonderen Ort, und zwar Maria Schnee in Aufhausen und dem Pfarrer Seidenbusch. Da läuft ja auch der Seligsprechungsprozess, beziehungsweise müssen wir auch dafür beten, dass dieser wunderbare Priester ja selig gesprochen wird. Wir brauchen Vorbilder für unsere Zeit. Und am kommenden Sonntag, am 6. August, ist in Maria Schnee in Aufhausen das Patrozinium. Und da wird auch abends dann eine Lichterprozession durchgeführt und ein Gastprediger ist dort. Und Nachmittag um 17 Uhr darf auch ich ein paar Lieder zu Ehren der Gottesmutter von Maria Schnee singen. Ja, wir bemühen uns, vielleicht kommen Sie einfach vorbei und auch dort wieder die Marienweihe abzulegen oder einfach, dass man sich im Glauben trifft. Es ist wirklich immer wieder schön. Es ist wirklich auch dort eine geistige Familie zugegen. Wir spüren es selber immer wieder alleine. Ja, es ist wirklich ein Gnadenort, dieses Mal auf Hausen Maria Schnee, diese Wallfahrtskirche, das Gnadenbild von Maria Schnee. Es ist ein besonderes Charisma zu spüren. Es geht hier vor allen Dingen auch um das Thema Reinheit. Wir hören es ja immer wieder, wie wichtig auch in der heutigen Zeit ja die Reinheit ist. Es ist ein sehr, ja, nicht mehr so aktuelles Thema. Jeder lebt so, wie er denkt, und auch die Gesellschaft, die Welt ist eigentlich ja alles andere, als dass man wieder auf die Reinheit achtet mit unseren Gedanken. Reinheit ist so allumfassend
Und es geht hier nicht nur um das Thema, dass man darauf achtet, ja, man muss es sagen, wie es ist, wer denkt heute noch daran, Sex vor der Ehe, das ist fast überhaupt kein Thema mehr. Es ist eigentlich, wie heißt es ja, konservativ, wenn es anders ist. Aber wollen wir auch dieses Thema betrachten, im Alter, aber besonders auch die Jugendlichen. Jetzt sagen alle Großeltern und Mamas, habe ich doch schon immer gesagt, ja, es ist nicht nur, dass man die Kinder ermahnt und sagt, ja, das ist wichtig und wartet halt mal und so. Es ist ganz wichtig, dass man auch gute Argumente hat und ihnen das vielleicht wirklich liebevoll erklärt und auch einen Anreiz schafft. Es ist auch nicht so einfach, gerade in der heutigen Zeit gegen den Strom zu schwimmen, weil viele sagen, ja, das hat man doch nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, das ist ein Thema der Reinheit, aber auch unsere Herzenshaltung, unsere Gedanken, wie sind unsere Gedanken unserer Mitmenschen gegenüber, wie rein ist unser Handeln, denken wir nicht auch immer wieder mal auch an unseren Vorteil. Also all diese Dinge begleiten das Thema Reinheit. Und in Maria Schnee ist dort wirklich ein besonderer Gnadenort, wo so manches vielleicht auch aufgedeckt wird, wenn man dort zugegen ist, sprich indem, dass man dort ja, wallfahrtet, Heilige Messe, ja, dort zur Heiligen Messe zugegen ist, dort ist auch 24 Stunden Anbetung und da kommt einfach schon auch immer wieder etwas hervor, was man auch merkt, hoppala, da muss ich doch wieder in die Reinigung gehen zur Beichte. Ja, auch das ist dort wunderbar möglich mit einer Beichtglocke. Jetzt wollte ich ein bisschen Werbung machen für Abhausen. Wir sind dort wirklich immer sehr gerne. Und vielleicht wird es auch für Sie ein Ort, ja, der Begegnung mit Gott, aber auch mit ganz liebevollen Menschen. Und jetzt sagen wir aber Servus für Gott und auf Wiederschauen. Ihre, eure Brigitte Träger. Und euer Siegfried. Macht's es gut. Und wir sehen uns natürlich trotzdem am kommenden Sonntag zum Rosenkranz. Also der fällt nicht aus. Wir werden trotzdem auch abends um 20 Uhr den Rosenkranz gestalten. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Für Gott. Ade. Auf
Segne du Maria jeden, der da ringt, der in Angst und Schmerzen dir ein Ave bringt, reich ihm deine Gott. Adi.